habe ja jetzt leider ein bisschen drauf warten müssen, dass ich das erstmal nach der Rückkehr spielen durfte, aber war auf jeden Fall ein schönes Gefühl und ich glaube, das habe ich auch gebraucht, um so endgültig hier anzukommen. Die Länderskipause war insofern vielleicht für mich gar nicht so verkehrt, dass ich die auch nutzen konnte, einfach um mir diese Spielfitness noch zu holen. Dafür war das Testspiel auch gut. Ich denke, gegen den KSC haben wir ziemlich deutlich gezeigt, dass wir auf jeden Fall im Verteidigen noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Und da haben wir jetzt auch versucht anzuknüpfen, dass wir wieder mehr Intensität reinbekommen, dass das Pressing besser funktioniert, dass wir da besser aufeinander abgestimmt sind, dass es nicht so einfach ist, uns auszuspielen. Und ich denke, da werden wir auch im Laufe der Woche noch weiter dran arbeiten. Kompaktheit, Intensität in den Aktionen, wirklich Geschlossenheit, dass jeder auf dem Platz genau weiß, was der andere auf dem Platz zu tun hat, dass wir einen Plan verfolgen und den gemeinsam umsetzen. Das sind ausschließlich Dinge, die man im Mannschaftsverbund lösen kann, wo es taktische Dinge sind, die nochmal angepasst werden müssen, wo wir an der Umsetzung arbeiten müssen. Ich denke, hätten wir wirklich ein Einstellungs- und Motivationsproblem, dass wir zu wenig laufen würden wollen, dann wäre es ein schwerwiegenderes Problem. Die Tabellensituation wird ja nicht lügen. Also auf jeden Fall haben wir da eine schwere Aufgabe vor uns. Ich glaube, das haben sie auch in dieser Saison immer wieder schon bewiesen, dass sie eine wirklich unangenehm zu bespielende Mannschaft sind. Besonders nach Standards sind sie enorm gefährlich. Und da gilt zu uns, dass wir uns bewusst machen, dass wirklich jede Situation einfach spielentscheidend sein kann. Und wenn es dann eben eine Ecke ist oder der 50. Freistoß irgendwo, dass wir den auch sauber verteidigen, aber auch selber einfach daran glauben, dass wir versuchen, unsere Angriffe sauber zu Ende zu spielen, dass wir nicht unnötigen Konter rennen. Und dann glaube ich auch, dass wir in Freiburg eine sehr, sehr gute Partie spielen werden.